Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play OFM SK Grizzly Folge 49. Ja, in dieser Folge möchte ich euch etwas meine Liga vorstellen, in welche Liga ich gekommen bin in der neuen Saison 136. Mittlerweile haben wir auch schon den sechsten Spieltag wieder. Dann möchte ich euch etwas meine Transfers zeigen, besser gesagt meine Trading Transfers, wie es mir hier gegangen ist. Und auch die erfreuliche Nachricht, dass das Bratturnier wieder mal voll ist. Aber gehen wir doch mal gleich Punkt für Punkt durch, und zwar meine Liga. In meiner Liga bin ich nach 6 Spieltagen, nach 5 Siegen und einem Unentschieden Platz 3. Ich muss allerdings auch jetzt sagen, dass ich noch unter Anführungszeichen die leichten Gegner gehabt habe. Deswegen hat mich auch etwas an Spieltag 5 das Heimunentschieden gegen SV Zistersdorf mit 0:0 etwas enttäuscht. Die anderen Spiele haben sich doch so entwickelt, wie ich es mir gedacht habe. Ich sage aber auch, die schwierigen Gegner, die kommen erst. Denn wenn ich schaue, Spieltag 8, 9, 10, 11, 12, mal hier ganz 5 schwere Gegner, 8 bis 12, dann geht es auch weiter bei den Spieltagen 15, 16 und 17. Wie gesagt, jetzt noch die leichteren Gegner und dann die schweren Gegner. Schauen wir mal. Mein Saisonverlauf daher, kurz war ich auf Rang 2 bei Spieltag 4, aber doch 5 Siege, ein Unentschieden, ja, bis auf das eine 0:0. Ist doch ziemlich gut. Von meiner Liga her bin ich eigentlich im Mittelfeld mit der Stärke 84. Ich dürfte also, ja, keine Probleme mit Auf- und Abstieg haben, dürfte alles im Butter sein. Ja, was da noch ist, die Torschützenliste. Hier freut es mich, Mario Douglas ex aequo mit 10 Toren, Torschützenführender mit dem Vertreter von dem Verein Raxtreter, obwohl der eine Stärke von 13 hat und wird wahrscheinlich auch sich dann absetzen in der Torschützenliste und die Torschützenkrone holen. Bei den Topstars, ja, Platz 6, mein Torhüter mit der Stärke von 10. Hier haben wir auch einen 14er von Raxtreter. Also Raxtreter wird wahrscheinlich in dieser Liga Platz 1 machen, ganz vorne dabei. Dann habe ich noch Mario Douglas mit Platz 19, mein Stürmer. Und auch andere Vertreter, 36 und 37, mein DM und mein RM. Aber zu diesen zwei Positionen komme ich dann später. Bei den Zweikämpfen hier bin ich auch gut vertreten, sage ich mal. Platz 5, 8 und 14. Ja, kann man sicherlich lassen. Mit was ich noch nicht ganz zufrieden bin, das sind, obwohl ich jetzt da ein größeres Stadion habe und ein Umfeld, das sind meine Zuschauer. Ich habe eine Stadionkapazität von ca. ich glaube 31.000 Zuschauer. Und ich habe hier, wie man sieht, Stadioneinnahmen, die was unter, ja, 200.000 Euro teilweise sind, Spieltag 2 und 5, das heißt, die Stadionpreise sind noch nicht optimal, außer hier die Westtribüne, die ist gut besucht, aber sonst bin ich nicht zufrieden, muss man ehrlich gesagt sagen, denn für das Stadionumfeld jetzt auch wieder mehr Geld kostet, habe ich mir doch mehr erwartet. Ich habe mir doch so eine Art, ja, Einnahmen gerechnet von, ich schaue gerade mal, 200.000 aufwärts bis 250.000, 270.000 Euro. Da kann ich nicht zufrieden sein mit Spieltag 2 und Spieltag 5. Aber ich hoffe, das geht dann auch bergauf, wenn die stärkeren Gegner kommen. Auch bei den Heimfriendlies sieht es eigentlich hier, für das ich 20.000 Euro zahle und nur 60.000 hier einnehme. Und auch hier schon 82.000 ist schon etwas besser. Auch nicht ganz zufrieden damit. Ich weiß nicht, soll ich noch etwas runtergehen mit den Preisen oder etwas höher gehen? Ich weiß es noch nicht. Ganz passt es noch nicht, für das mein Umfeld jetzt da ein 1-1-2-1er ist und ich werde mit dem Geld, was ich bekomme diese Saison, wieder eines ins Umfeld investieren. Gut, soweit einmal das. Dann kommen wir zu meiner Kaderplanung. Und zwar hier sehen wir Folgendes, wenn wir es nach Alter sortieren. Mein RM und mein DM sind 26 Jahre alt, der Stärke 9. Und mein VS 25 Jahre alt, der Stärke 8. Und wie wir wissen, trainieren alle mit bis Alter von 26. Das heißt, dann sollte ziemlich ausgemustert werden, wenn man das Training
so beibehalten möchte. Wenn ich unter Spielerstatistik gehe, sehe ich auch, dass mein VS noch 216 Aufwertungspunkte braucht und er wird es diese Saison auf jeden Fall schaffen. Wenn ich mit 10 Aufwertungspunkten rechne pro Spieltag, wird er es wahrscheinlich Spieltag 27 schaffen. Dann mein RM und DM brauchen noch 370 im Schnitt, also kann man sagen aufgerundet, Aufwertungspunkte. Das heißt, die werden es wahrscheinlich zum 9. Spieltag der 137. Saison schaffen und werden dann auch verkauft und gegen Jüngere ersetzt. Wenn wir mal nachschauen, RM und DM der Stärke 10 mit 27 Jahren, wie sieht es hier eigentlich aus mit den Transfereinnahmen? Gehen wir mal zum RM. 27 Jahre Stärke 10, 3,5 Millionen, der RM. Und der DM, 27 Jahre der Stärke 10, auch hier kann man sagen 3,5 Millionen. Und der VS mit 26 Jahre der Stärke 9, ja, 2 Millionen, eine eher billigere Position. Wenn ich aber jetzt schaue, um wie viel habe ich sie gekauft und was ist jetzt der tatsächliche Gewinn, gehen wir doch mal zurück zum VS. Wir haben gesagt 2 Millionen ist er dann wert in etwa. Habe ich gekauft mit 20.000 Euro, für das er seit dem 18. Lebensjahr bei mir ist. Das heißt, er wird dann 8 Jahre im Verein sein. Das war mal der VS. Dann gehen wir zum RM. Ihm habe ich gekauft um 289.000 Euro, ebenfalls mit 18 Jahren. Ist er noch hier in etwa 9 Jahre im Verein. Und dann noch der DM. Den habe ich gekauft um 994 Euro. Und auch hier etwa 9 Jahre im Verein. Ich werde dann das Geld in Spiele investieren, die zur gleichen, sag mal, zum gleichen Alter dann eine Stufe stärker sind. Sprich, wenn ich ihn gekauft habe mit 18 Jahren zu Spieler 18 mit der Stärke 5, werde ich dann schauen, ob ich nicht einen 18er 6er bekomme und mit denen auch etwas Geld, sag mal, investiere. Ein 18er 6er, das war, glaube ich, jetzt der DM. Würde mich dann kosten, okay, 4,5 Millionen werde ich sicher nicht investieren. Ja, muss ich mir was einfallen lassen. Vielleicht ergattere ich ja ein anderes Schnäppchen. Gut, das einmal zu meiner Kaderplanung. Das bedeutet allerdings auch, dass meine Stärke leider Gottes dann fallen wird. Ich werde dann nach der nächsten Aufwertung eine Stärke von 86 haben, aber durch die drei Verkäufe werde ich dann eine starke Minderung haben. Gut, kann man nichts machen, ist einmal so. Das heißt, ein kleiner, und dafür ist ein kleiner Umbruch steht dann bevor. Denn auch die anderen Spieler mit Wendell Matipke 24,8er oder hier der Engländer 13,7er bei der nächsten Aufwertung wird hier das alles wiederum zu einem kleinen Kaderumbruch führen. Gut, gehen wir zu meinen Transfers. Ich habe gesagt, ich habe probiert zu traden, für das ich meine ersten Versuche gemacht habe. Diese Übersicht hier kann natürlich jeder von mir einsehen. Gehen wir es einfach mal Schlag auf Schlag durch. Tommy Guinness, der 18er LV, wurde für 150.000 Euro geholt und wurde für 355.000 Euro verkauft. Dann Dominguez, der LM, für 100.000 Euro wurde für 255.000 Euro verkauft. Brown Yusuf, haben wir gesagt, ist kein Trainingsspieler, ist ein neuer Stammspieler bei RV. Naninga, der LS, für 35.000 Euro geholt, für 200.000 Euro verkauft. Der Torwart, den habe ich jetzt da lange nicht wegbekommen, deswegen habe ich mir gedacht, wurscht, Hauptsache er ist mit Gewinn weg, wurde für 21.000 Euro geholt und für 100.000 Euro verkauft. Der VS Rosado für 20.000 Euro gekauft, für 200.000 Euro verkauft.
Das gleiche gilt, kann man sagen, für Kartonen 25.000 Euro Einkauf, 200.000 Euro Verkauf. Und Barry, der 31-jährige Achter, was ich dann zu einem 32-9er hochgetradet habe, also trainiert habe, für 185.000 Euro gekommen und 650.000 Euro verkauft. Man muss sagen, mit ihm habe ich wohl das größte Glück gehabt, denn er hat nur einen Marktwert von 314.000 Euro und ist für mehr als das Doppelte verkauft worden. Man sieht es auch hier, also wirklich mit ihm habe ich den größten Gewinn gemacht. Ich werde schauen, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall wiederum mein Glück versuchen. In Zahlen heißt das jetzt, ich wurde mit den Einkäufen und mit den Gehältern belastet mit 672.000 Euro. Ich habe 672.000 Euro quasi Belastung von diesen Spielern und ich habe sie für 1,96 Millionen Euro verkauft. Alles 7 zusammengerechnet, das ist ein Reingewinn von 1,288 Millionen Euro oder fast 200% an Reingewinn oder 300% am Verkaufspreis. Soweit einmal dieses hier. Das nächste ist dann der Fun Cup. Fun Cup ist ja das Bratwurst voll. Zu den Teams, die sich angemeldet haben, habe ich alle Stammteams bis auf den letzten, weil Summa SV. Ja, der erste Magic Club Incoming hat sich leider nicht angemeldet. Tut mir etwas leid, dafür habe ich jetzt dabei aber das Glück, die Windtown 2012er Team. Was mich auch hier sehr freut, auch wiederum dabei mal der FC Krokowin, Greece FC zum ersten Mal dabei und dann alte Bekannte wie Chemnitz Schönau, Stachus, Boys United, die Super Kickers wieder mal dabei, das Gute Gut Team, OFCLA Henry und das Internet Team. Und der Titelverteidiger ist ja OFCLA Henry. Das Praterturnier geht dann schon los mit Spieltag 9, sprich in 3 Tagen ist es soweit, dann wird auch die Auslosung erfolgen. Ja, neu beim Praterturnier ist hier unter Newsflash. Ich habe mich mit dem Inno90 zusammengeredet und wir haben vereinbart, wir machen jetzt ein bisschen gegenseitig Werbung. Und zwar das Partnerturnier vom Praterturnier ist der Never Give Up Cup, der Never, also Never Give Up Tournament, um es richtig auszusprechen. Ja, und auch hier möchte ich in meinem Let's Play in dieses Never Give Up Torment hineinschauen. Hier wurde die Auslosung schon vorgenommen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, dass man die Auslosung sofort starten kann. Wenn das irgendwer mir schreiben kann, dass man sobald die Teilnehmeranzahl voll ist, die Auslosung starten kann, dann möge man mir bitte Bescheid geben. Auch hier ein sehr schönes Wappen und auch hier wunderbar geschrieben in einem schönen Orangeton. Das Partnerturnier vom Never Give Up Torment ist das Praterturnier. Ja, ich hatte ja in den letzten beiden Fun Cups ja den Weg bis zum Halbfinale bestritten und dann im Halbfinale zweimal ausgeschieden. So nah wie letzte Saison war ich noch nie dran, einen Fun Cup zu gewinnen, aber es sollte halt wieder einmal nicht sein. Und wenn wir schon beim Praterturnier ist auch hier fast schon ganz oben der grüne Strich. Das heißt, ich rechne eine Saison noch, sprich mit Saison 137 zum letzten Mal 16 Teams und Saison 138 werde ich dann vergrößern. Gehen wir dann noch ein bisschen zum Abschluss, was ich eigentlich nicht am Zettel hatte, meine Freunde durch. Bitcoin United spielt jetzt in der Verbandsliga. Dann auch ein ziemlich neuer Freund, erster FC Aprilisus in der Kreisliga aus Deutschland. Mit ihm habe ich versucht, schon einen Kontakt herzustellen, um vielleicht ein gemeinsames Let's Play aufzunehmen. Leider hat es sich von seinen bzw. meinen Zeiten noch nicht ergeben, aber der nächste Anlauf ist dann nächste Woche, denn wie ihr wisst, sind meine Zeiten Dienstag, Mittwoch, sonst bin auch ich arbeiten. Aber schauen wir mal, ich kann nur verraten, der erste FC Abrissus hat auch ein Fun Cup über der er, sagen wir mal, sogenannte Let's Plays, glaube ich, macht. Ja, so bin ich auch zum ersten FC Abrissus gekommen. Ja, der erste FC Magic Club Incoming
Hat wieder mal fleißig getradet. Auch hier kann man sich das anschauen. Spielt jetzt in der Verbandsliga, 11. Platz, wird sich wahrscheinlich in dieser Liga halten. Gut. Wer ist damit mir noch ständig in Kontakt? Lahendere in der Kreisliga, Stachus Bezirksliga. Die Buchos Negros sind ja aufgestiegen in die Landesliga, was ich weiß, mit der Stärke von 97. Dann die United Grizzlies spielen ebenfalls in der USA, in der Landesliga, sind ja glaube ich auch aufgestiegen gewesen. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher, ob die Stärke 72 für den Klassenerhalt reicht. Ich denke mal vom Gefühl her eher nicht. Das Gute-Gute-Team in der Kreisliga ebenso wie der erste FC, wie der FC Tomasius. Internet-Team mit einer Stärke von 62,5, 15. Platz aktuell in der Landesliga. Die Superkickers, 10. Platz Landesliga Polen. FC Krokowin, ebenfalls 10. Platz Landesklasse Österreich. FC Schneverdingen, 6. Platz Landesklasse Österreich. Bäusheim United, Stärke 65, 13. Platz Landesklasse. Retro, Stärke 89, Bezirksklasse. Zigmantas, 6. Platz Landesklasse. Auch ein ziemlich neuer Freund, der mir schon einige gute Tipps gegeben hat und mit dem ich gerne schreibe, ist SVGW Selben aus der Kreisliga in Deutschland. Ebenso wie das Gückti Windtown 2015 Team. Auch hier ein sehr erfahrener Manager, vor dem ich auch sehr gerne Tipps annehme. Ja, und der neueste Freund ist der FC Wacker Innsbruck. Der hat mich eingeladen in einer sogenannten, wie soll ich das sagen, in einer österreichischen Liga zu spielen, wo man quasi Namen hat wie die wirklichen Teams, und es wird auch hier sowas wie ein Europacup abgehalten in Form von Fun Cup Spiele. Finde ich eigentlich recht interessant. Auch eine sehr gute Idee. Das Einzige, was halt bei mir in die Quere kommt, ist eben, dass ich eben einen eigenen Fun Cup habe und dass ich eigentlich mit dem Partnerturnier auch hier teilnehmen möchte. Aber sonst, wer möchte? Eigentlich eine sehr gute Idee, finde ich nicht schlecht. Ja, jeder will, will nicht. Gut, was kann ich jetzt noch zeigen? Ja, meine Finanzen zurzeit habe ich einen aktuellen Kontostand von 5,365 Millionen Euro. Man sieht auch seit Spieltag 0, besser gesagt, habe ich jetzt fast meinen Kontostand durch auch die Tradings verdoppelt von 2,7 Millionen auf fast 5,4 Millionen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Schauen wir mal, was das nächste Let's Play bringt. Das wird dann in circa einer Woche sein. Da wird das Prater-Turnier auch schon voll im Gange sein. Auf das freue ich mich auch. Mit aktuellen Modus von euch bestimmt. Hin- und Rückrunde in der K.O.-Phase und in der Gruppenphase. Also dann Leute, macht es gut. Tschüss und Baba, euer Grizzly.